Well, that's convenient. So wie Schatten das Licht, werde ich sie willkommen heißen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Senna. Und die Wahl war letztes Mal ziemlich eindeutig, was aber auch verständlich ist, denn Senna ist tatsächlich eine nicht allzu unwichtige Figur in der League of Legends Geschichte, von daher mehr als nur ein bisschen verständlich. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde erst einmal ein bisschen ungeskriptet über das Design und die Rolle in der Geschichte brabbeln, zumindest das, was man bisher schon wissen kann. Dann werde ich mit meiner samtweichen Stimme die Geschichten vorlesen, die wir zu ihr haben, zumindest die Hintergrundgeschichte und die Color Story. Und in einer weiteren Folge werden wir dann irgendwann die weiteren Kurzgeschichten, an denen sie beteiligt ist, weil zumindest die eine, an der sie beteiligt ist, dann ebenfalls vorlesen. Hierzu möchte ich allerdings kurz erstmal was sagen, bevor ich über das Design rede, denn Senna gab es nämlich rein lore-technisch schon bevor sie als Champion aufgetaucht ist, denn sie ist die Ehefrau von Lucian. Das werden auch die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Nur hat Senna auf eine Art angefangen, die speziell und nicht unbedingt ideal ist, denn Senna war, wenn man es genau nimmt, einfach nur eine sogenannte Fridged Wife. Wer sich jetzt fragt, was eine Fridged Wife ist, ich habe es schon mal in anderen Folgen erklärt, ich werde es aber nochmal kurz zusammenfassen. Fridging ist eine spezielle Form von Literaturklischee, bei dem ein Charakter quasi einfach nur dazu da ist, um zu sterben, damit ein anderer Charakter eine Motivation hat. In ihrem Fall war sie ja schon irgendwie tot, aber als Seele von Thresh eingesperrt. Das ist auch die Story, die die meisten kennen. Ich denke, da nehme ich nicht allzu viel vorweg. Und das war einzig und allein dafür da, damit Lucian entsprechende Rachegedanken gegenüber Thresh haben konnte. Und das als sein persönliches Ziel hatte. Das heißt, am Anfang war Senna eigentlich nur da, um Lucians Story in eine Richtung zu lenken. Eine eigene Story hatte sie dann quasi überhaupt nicht. Das wurde nach und nach ein bisschen dazugegeben und man hat das Ganze auch noch erweitert, speziell seit sie als Champion rausgekommen ist. Aber davor ist es ein bisschen problematisch gewesen. Jetzt kann man sich fragen, warum ist Fridging denn problematisch? Ziemlich simpel, wenn man nämlich bedenkt, wen Fridging für gewöhnlich trifft. Normalerweise ist es nämlich so, dass Fridging die Frauen oder Kinder eines erwachsenen männlichen Charakters betreffen. Es werden also Leute, die dem Hauptcharakter wichtig sind, quasi einfach mehr oder minder offscreen erledigt, damit der Charakter dann eine Motivation hat. Offscreen ist nicht immer richtig, es gibt durchaus auch einige Stellen, bei denen dann das Ganze auch gezeigt wird, aber es ist einfach nur normalerweise der Initialpunkt für eine Rachegeschichte oder für Charakterentwicklung eines anderen Charakters. Was ist daran jetzt problematisch? Ziemlich simpel. Erstmal, für gewöhnlich sind Frauen und Kinder betroffen. Kann man kritisch sehen, aber vor allem, man nimmt diesen Charakteren komplett alle eigenen Handlungsspielräume in der Geschichte. Das heißt, der Charakter verkommt damit zu einem Plot-Device. Und gerade dadurch, dass es eben meistens eine Frau trifft, um eben einen Mann Motivation zu geben, sagen wir einfach mal so, aus feministischer Sicht ist das problematisch. Und das gibt es streng genommen auch andersherum, ist aber deutlich, deutlich, deutlich seltener. Und auch nicht unbedingt besser. Weil, sind wir mal ehrlich, dieses Trope ist schon sehr häufig benutzt, und inzwischen kennt man die Story einfach. Und wie gesagt, es kann deutlich interessanter sein, wenn man einen Charakter vorher mal kennenlernen kann und dann trifft einen auch emotional die ganze Sache mehr. Aber meistens ist es eine Sache, die ganz am Anfang der Geschichte passiert oder sogar im Vorgeplänkel der Geschichte passiert ist, sodass man überhaupt keine Beziehung zu diesem Charakter hat. Ich möchte nämlich nicht sagen, dass es schlecht ist, einen Charakter zu töten, um damit Entwicklung bei einem anderen Charakter hervorzubringen. Bei Senna war es aber so, wir haben Lucian kennengelernt, zu einem Zeitpunkt, da war Senna schon weg. Wir haben das in seiner Hintergrundgeschichte gelesen, aber in keiner Story wurde diese Szene einmal aufgegriffen.
Es gab dazu kein Cinematic, nichts. Wir hatten keinerlei Beziehung zu Senna, wir wussten nur, Senna ist die Frau von Lucian, die er auch wiederbekommen möchte. Und wir haben sie nur als Seele und Damsel in Distress erlebt. Und das ist nun mal absolut nicht das, was wir mit Senna jetzt wieder bekommen haben. Darum finde ich es ehrlich gesagt gut, was sie mit Senna gemacht haben. Was sie mit ihr gemacht haben, dazu kommen wir jetzt aber gleich. Aber genug pseudoliteraturwissenschaftliches Vorgeplänkel. Eigentlich bin ich ja Naturwissenschaftler und kein irgendwie großer Literaturkritiker. Aber das ist einfach eine Sache, zu der ich mal ein bisschen was loswerden wollte. Jedenfalls zum Design. Senna ist erstmal eine schwarze Frau. Wir sehen, sie hat allerdings grünlich leuchtende Augen. Die Haare sind in dicken Zöpfen zusammengebunden, in relativ vielen davon, die ihr teilweise auch ins Gesicht hängen. Wir sehen, die Farben, die sie trägt, sind typisch weiß mit goldenen Akzenten und eine Art schwarze, eng anliegende Ledermontur. Und auch da immer wieder einzelne kleine goldene Akzente. Übrigens auch in den Haaren goldene Akzente. Das Auffälligste an ihr ist aber wohl dieses riesige Monstrum eines Gewehrs, wenn man es mal so nennen möchte, oder einer Kanone. Auf jeden Fall auch wieder so eine Reliktsteinwaffe, wo sie mit goldenem Zeug um sich schießen kann, was allerdings ein bisschen ungewöhnlich ist, denn die einzigen anderen Reliktsteinwaffen, die wir bis dahin gesehen haben, waren von Lucian und die sind doch ein bisschen kleiner. Ansonsten sehen wir aber auch noch, dass Rauch oder Nebel an ihrer Kapuze und ihrem, naja, es ist nicht wirklich ein richtiger Umhang, aber da mehr oder weniger dran klebt und wir sehen da auch dieses typische fahlgrüne, das typisch für den, naja, schwarzen Nebel ist. Und wir sehen auch einige schwarze Nebelschwaden, die um sie herum wabern. Was es damit auf sich hat, erfahren wir dann gleich in der Hintergrundgeschichte und ich denke, da springen wir dann einfach mal rein. Danach werde ich dann darüber reden, wie denn eigentlich das Design zu ihrer Rolle in der Geschichte passt und wie sich ihre Rolle in der Geschichte vielleicht ein kleines bisschen verändert hat mit der Zeit. Viel Spaß damit! Senna, die Erlöserin. Sennas Weg, um eine Wächterin des Lichts zu werden, begann mit Dunkelheit. Er begann mit dem schwarzen Nebel. Senna begegnete dem Nebel in Kindertagen, als das Wrack einer weit entfernten Graunacht am Ufer ihrer Heimatinsel angespült wurde. Der schwarze Nebel in dem Wrack erwachte beim ersten Kontakt zum Leben. Sie und ihr Dorf überlebten den anschließenden Sturm aus Seelen dank des Einschreitens eines Wächters in der Nähe. Doch auch nach dem Angriff zog Senna auf mysteriöse Weise den Nebel immer noch an. Sie war verflucht, gekennzeichnet von dem Nebel, so dass sein Grauen sie endlos verfolgte. Die Dunkelheit wurde von ihr wie eine sterbende Motte vom Licht angezogen. Sie wusste nie, wann er das nächste Mal zuschlagen würde, aber noch schlimmer war, wenn er nicht kam und Senna sich ausmalen musste, dass er in jedem Schatten auf sie wartete. Der Wächter, der Senna gerettet hatte, war ein schroffer Veteran namens Urias. Er verstand nicht, weshalb der Nebel von dem einsamen Mädchen angezogen wurde, doch er wusste, wenn sie überleben wollte, musste sie lernen, sich zu verteidigen. Und so schloss sich Senna Urias und den Wächtern des Lichts an, einem heiligen Orden, der bis zu den gesegneten Inseln zurückverfolgt werden konnte, wo der schwarze Nebel seinen Ursprung hatte. Sie erwies sich als tödlicher Feind der Dunkelheit, führte meisterlich die Reliktsteinpistole, die Urias ihr schenkte, und lernte ihre Seele zu Licht zu kanalisieren. Doch obwohl Senna sich allmählich daran gewöhnte, mit Urias zu arbeiten und sich auf seine barsche Anleitung zu verlassen, so lernte sie doch, sich andere auf Waffenlänge vom Leib zu halten. Wenn sie es zuließ, dass sie ihr zu sehr ans Herz wuchsen, würden diese Menschen nur verletzt werden, wenn der Nebel wiederkam. Senna konnte nie lange an einem Ort bleiben. Das lernten Urias und sie, als jene, die ihnen Unterschlupf gewährten, zwangsläufig belagert wurden. Nachdem sogar Urias sein Leben lassen musste, war Senna nicht sicher, ob sie jemals wieder einen Menschen in ihre Nähe lassen konnte. Widerstrebend suchte Senna Urias Familie in Demacia auf, um ihnen von seinem Schicksal zu erzählen.
Dort traf sie auf seinen Sohn Lucian, der darauf beharrte, Senna zur Totenwache für Urias zu begleiten. Vom ersten Moment an brachte er sie aus dem Konzept, und sie fragte sich, ob die von ihr errichteten Mauern ausreichten, um jemanden, der so stur, humorvoll und liebevoll war, auf Distanz zu halten. Allmählich wurde deutlich, dass Lucian zu den Wächtern gehörte, und zwar als Sennas Partner und sie als seine Partnerin. Je mehr Zeit sie Seite an Seite verbrachten, umso stärker wurde die Bande zwischen ihnen, und Senna erkannte, dass der wahre Wert ihrer Mauern nicht dem galt, was sie abwehrten, sondern wen sie hineinließen. Doch Lucians Verlangen, Senna von ihrem Fluch zu befreien, wuchs in demselben Maße wie seine Liebe zu ihr. Nach einiger Zeit wurde dies sein einziger Fokus. Das Licht in seinen Augen übertrug sich auf seine Pistole, und Senna argwöhnte, dass Lucian nur noch Kummer sah, wo einst Liebe gewesen war. Während sie nach einem Heilmittel suchten, gerieten Senna und Lucian mit dem sadistischen Geist Thrash aneinander. Sie waren kurz davor, die Geheimnisse der Zerstörung und Sennas Fluch zu enthüllen, als Lucian sich weigerte, zurückzuweichen. Thrashs Ketten peitschten auf Senna zu, als sie sich zwischen den Geist und ihren Ehemann stellte. Weitaus schmerzhafter als die Sense war der verzweifelte Ausdruck auf Lucians Gesicht. Mit ihrem letzten Atemzug rief Senna Lucian zu, er solle fliehen. Doch als Senna den Todesstoß spürte und wusste, dass sie verloren hatte, erkannte sie auch einen Hoffnungsschimmer. Ihr ganzes Leben lang hatte der Nebel sie verfolgt. Jetzt musste sie ihn nicht mehr fürchten. Sie konnte darauf in die Dunkelheit von Thrashs Laterne reiten und sehen, was sich darin befand. Ihr Fluch war zu ihrer einzigen Chance auf Rettung geworden. Während Lucian Jahre damit zubrachte, seiner Geliebten zu Frieden zu verhelfen, erkundete Senna ihr spektrales Gefängnis. Sie hatte gelernt, dass Leben der Ursprung ihres Fluchs war. Sein Funke leuchtete heller in ihr als in jedem anderen. Sie war damit infiziert worden, als sie dem Wrack zum ersten Mal begegnete, das die Graunacht gebracht hatte. Dort war sie von einer mächtigen, verweilenden Seele berührt worden, die ihr unnatürliches Leben an sie weitergereicht hatte. Es war Leben, das der schwarze Nebel niemals loslassen konnte. Sie konnte diese Kraft dazu benutzen, den Nebel in sich aufzunehmen und die Kraft zu erlangen, ihm seine Macht über die anderen in der Laterne zu entreißen. Unter den Seelen, die sie befreit hatte, waren Wächter, die verlorenes Wissen über die Ursprünge der Zerstörung, über ihren Fluch besaßen. Und über die Liebe, die sie erschaffen hatte. Als Lucian seine zerstörte Pistole in die Laterne schlug, um die Qual der darin gefangenen Seelen zu beenden, wartete Senna bereits. Sie entkam, eingehüllt in Nebel, den sie anderen Seelen entzogen hatte. Sie war dank ihres Fluchs gleichzeitig tot und lebendig und führte eine Reliktsteinkanone, die sowohl Dunkelheit als auch Licht kanalisieren konnte, sowie aus den Waffen der gefallenen Wächter geschmiedet worden war. Da Senna nun nicht länger vor dem Nebel fliehen muss, versteht sie das Leiden der Seelen darin. Obwohl es ihr Schmerzen bereitet, nimmt sie den Nebel in sich auf, befreit die Seelen und bekämpft Dunkelheit mit Dunkelheit. Jedes Mal, wenn sie sich in einen Geist verwandelt, heißt sie ihren Tod mit offenen Armen willkommen und wird zu denen, gegen die sie kämpft, nur um dann dank des Lebens wiedergeboren zu werden, mit dem sie infiziert ist. Obwohl Sennas und Lucians Liebe sogar den Tod überstanden hat, sehen sie sich jetzt den Konsequenzen von Sennas Wiedergeburt gegenüber. Senna weiß, was sie als nächstes zu tun haben. Das Geheimnis hat sie der Laterne entlockt. Finde den gestürzten König und halte ihn um jeden Preis auf. So, das war nun Sennas Hintergrundgeschichte. Und wir sehen, wie schon erwähnt, sie ist eine Wächterin des Lichts, sie ist Lucians Ehefrau und vor allem ist es so, dass sie etwas mehr Charakter bekommen hat, als das, was wir eigentlich in der ursprünglichen Geschichte von ihr erfahren haben, die wir zum Beispiel bei Lucian hatten. Bei Lucian wussten wir, sie ist einfach eine
Kämpferin, die erstmal ein bisschen unnahbar war. Die beiden haben sich aber letzten Endes verliebt und sie hat ihm so ein bisschen beigebracht, wie man mit diesen Reliktsteinpistolen um sich schießt. Jetzt sehen wir, was der Grund dafür war, dass dieser Nebel sie verfolgt und vor allem warum. Wenn man es genau nimmt, ist der Grund, warum der Nebel sie verfolgt, dass sie ein Bruchstück der Seele von Isolde in sich trägt, also der Frau von Viego. Und da der Nebel von Viegos Verlangen nach seiner Ehefrau angetrieben wird, naja, der Rest ist selbsterklärend. Jetzt muss ich allerdings sagen, es ist trotzdem eine etwas seltsame Sache, wie Senna jetzt dann doch wieder lebendig zurückkam, obwohl sie ja eigentlich aus ihrem eigenen Körper gerissen wurde. Warum hat Senna an diesem Punkt dann einfach wieder einen Körper? Und vor allem, es heißt, diese Reliktsteinpistole, oder besser Kanone, wurde aus den Waffen der anderen Wächter in der Laterne hergestellt. Warum ist die dann materiell? Also, das ist ja eine riesige, schwere Kanone. Wo kommt das her? Das ist das Einzige, was mich so an der Logik ein bisschen stört. Dass man Senna wieder geholt hat und ihr vor allem auch eigene Ziele gegeben hat, finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, Fridging ist einerseits als Stilmittel einfach schlecht und aus feministischer Sicht problematisch. Aber selbst mit das feministische Rauslasten ist es halt einfach nur so, ja, wir sollen uns jetzt schlecht fühlen für einen Charakter, den wir gar nicht gekannt haben. Weil Fridging eigentlich immer zu Hintergrundgeschichten gehört. Und das ist, nicht so das Wahre. Und daher finde ich es ganz gut, dass man da zurückgerudert ist. Es gibt nur ein Problem. Senna ist jetzt wiederbelebt. Und das Problem ist, sobald man Sachen wie Wiederbelebungen einbaut, wird der Tod von Charakteren weit weniger gewichtig, sage ich mal. Das heißt, wenn ein Charakter stirbt, kann man immer noch im Hinterkopf haben, ja, vielleicht kommt dieser Charakter ja nochmal zurück. Und das gab es streng genommen an mehreren Stellen. Das gab es zum Beispiel auch schon mal mit Gangplank, der ja einmal offiziell tot war und dann wieder aufgetaucht ist. Bei ihm war es allerdings so, den hat halt keiner sterben sehen, weil Gangplank nicht wirklich gestorben ist. Bei Senna war es so, die war halt wirklich tot. Wenn man es ganz genau nimmt, war es auch mit Azir so, aber der wurde dann vom Blut einer Nachfahrin und der Macht der Sonnenscheibe zurückgeholt, was halt schwierig zu reproduzieren ist. Daher, das waren alles Dinge, die entweder kein richtiger Tod waren oder eben Dinge, die sich schwierig reproduzieren lassen. Daher kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass man es macht. Es ist narrativ noch irgendwie in Ordnung. Dennoch habe ich so meine kleinen, sagen wir mal, Pet Peeves mit Dingen wie Wiederbelebung. Insgesamt finde ich es aber deutlich besser, dass man ihr wirklich eine Persönlichkeit und Ziele und, naja, auch eben einfach eine Rolle in der Geschichte gegeben hat. Von daher, ja, insgesamt ganz gut. Und gerade auch die Kombination von diesen Wächterelementen dann doch mit dem schwarzen Nebel und dass diese Reliktkanone eben nicht nur weiße, sondern auch schwarze Steine beinhaltet, finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Also mir gefällt das Design und vor allem auch dieses grüne Leuchten in den Augen, das halt deutlich zeigt, ja, sie ist nicht so ganz normal, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und generell ist auch das eine super Grundlage für Interaktionen mit Lucien, der ja ohne sein Racheziel, das er jetzt nicht mehr verfolgen kann, irgendwie ein bisschen ziellos ist. Er hat jetzt das, was er wollte, oder besser, er hat eigentlich sogar was anderes als das, was er wollte, und zwar was deutlich Besseres. Die Frage ist nur, wie kommen die beiden jetzt miteinander klar? Insbesondere, da Senna jetzt nicht so hundertprozentig lebendig ist. Naja, das ist eben dann was, was wieder viel Spielraum für Interaktionen zwischen den beiden bringt. Und das ist tatsächlich auch mal eine Sache, die dann im Sentinels-Event aufgegriffen wurde. Und das ist gut. Riot, bitte bei mehr Charakteren, bei mehr Storylines. Und bitte auch nicht immer irgendwelche Events dann zu außenstehenden Geschichten. Also klar, Star Guardians war ganz nett und sowas, aber Leute, macht dazu eher ein Anime und macht hiermit mal wirklich weiter. Und das Sentinels-Event war auch ehrlich gesagt nicht besonders gut. Aber die Gespräche zwischen Lucien und Senna, die zeigten eine interessante Dynamik. Man muss sagen, Lucien ist wirklich ein klassischer Wife-Guy. Das heißt, er steht so ein bisschen unterm Pantoffel, was ich aber nicht zwingend schlimm finde. Also es gibt schlimmere Darstellungen, weil er hat durchaus noch seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Charakter und macht auch
teilweise Dinge entgegen von Sennas Rat, von daher an sich alles gut. Ich würde mir halt nur wünschen, dass es mehr in die Richtung gibt, mehr in die Richtung, dass wir von verschiedenen Charakteren und deren Beziehungen was erleben. Und dass auch vor allem Charaktere mal eingebunden werden, die momentan noch sehr losgelöst existieren, wie beispielsweise Gragas. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit Sennas Color Story weiter, wo wir sie mal ein bisschen in Aktion erleben. Und ja, mal schauen, wie ihr neues Leben denn sich insgesamt so gestaltet. Viel Spaß! Die Stimmen der Toten von David Slagle. Auf meiner Insel gibt es ein Sprichwort. Nur wenn er unseren Atem stiehlt, kann der Wind sprechen. Du möchtest, dass ich dir den schwarzen Nebel beschreibe, der mich empfing, als ich mit übergezogener Kapuze und Reliktkanone auf dem Rücken in das ionische Dorf kam? Der Nebel raubt dir ebenfalls die Worte, die Schreie von denen, die in seiner Mitte sterben. Einst waren es meine Schreie, doch ich bin wieder am Leben. Lucians Hand berührte meine Schulter und hinterließ ein warmes Gefühl, als wir das Boot verließen und ionischen Boden betraten. Irgendwie schaffte es auf seine ganz eigene Weise, meine Mauern zu durchdringen. Er ist der einzige Narr, der stur genug ist, es zu versuchen. Der herausgefunden hat, dass nur Liebe meine Rüstung und all die darunterliegenden Regeln durchdringen kann. »Du oben, ich unten?« fragte ich, und seine Wärme wurde kälter, während er nachdachte. Einen Augenblick lang sah er nicht mehr mich vor sich. Er sah die Frau, die er zu retten versucht hatte, die verflucht war und immer auf der Flucht. Er sah die gebogene Klinge, die auf sie zuraste. Er sah ihr direkt in die Augen, auch wenn er eigentlich in meine blickte. »Ich gehe runter«, antwortete er, und all das andere Ungesagte lastete schwer auf der Stille. Er packte seine Pistolen. »Senna«, seine Stimme brach unter dem Gewicht der Erinnerung. »Alles gut«, sagte ich sanft. Ich erinnerte mich auch an diese Frau. Am Horizont wirbelte Finsternis und warf noch finsterere Schatten auf ein Dorf, das in den Stein gehauen und von heftigem Regen oder noch Schlimmerem überschwemmt worden war. Irgendwo in dieser Finsternis gab es Licht. Ein weiterer Wächter, der uns hergerufen hatte. Ich würde mir einen Weg freikämpfen müssen. Der Pfad, der den Berg zum Dorf hinaufführte, war über Jahrhunderte von Stürmen fast komplett abgetragen worden. Sie hatten alles mit Ausnahme der robustesten Felsen fortgeschwemmt, falls das richtige verdammte Wort ist. Der Wind zerrte an meiner Kapuze und die Gischt des Ozeans prasselte heftig auf meine Haut, als ob die Welt mich zurückdrängen und vor der Dunkelheit, die vor mir lag, warnen wollte. Doch all das war nichts im Vergleich zu dem Heulen, das durch das Dorf jagte. Das war mein Fluch. Der Nebel wusste, dass ich hier war. Und er würde sich zuallererst auf mich stürzen. »Mal wieder Zeit für meinen täglichen Hinterhalt«, murmelte ich stoisch, als sich aus dem pechschwarzen Horizont Seelen ergossen. Jeder Atemzug zog sie zu mir, und ich zog meine Waffe. Die Reliktsteine gefallener Wächter waren eine Einheit, jeder von ihnen war durch viel zu viele Hände gegangen, Männer und Frauen, Väter, Schwestern, alle verschluckt von der Finsternis. Doch zusammen mit meiner Waffe hielt ich auch ihr Licht, das in den beiden Läufen der Kanone erstrahlte. Ein nebliger Tentakel traf mich, während der Geist in seinem Inneren Gestalt annahm. Der Schlag brachte mich ins Wanken, und ich fand gerade noch Halt, bevor ich auf die Felsen unter mir stürzte. Es donnerte, als die Schreie der Seelen sich mit dem Regen und den tosenden Wellen vereinten, die sich gegen die Insel warfen. Doch das grelle Licht, das folgte, war kein Blitzschlag. Es kam aus meiner Reliktkanone, und der Schuss ließ den Geist zu einem Schatten werden. Das erforderte Kontrolle und Konzentration. Ich musste den Nebel mit jeder Faser meines Seins bekämpfen. Und ich durfte nicht innehalten, keinen einzigen Augenblick meines Lebens. Jeder Schuss, der einen Geist verbrannte, enthüllte auch schon den nächsten.
Ich war dem Dorf jetzt so nahe, dass ich sehen konnte, wie sich neue Geister erhoben und in Spiralen auf mich zusausten. Direkt in gesegnetes Licht. »Annabal, bist du hier?« rief ich laut. Ich hatte ihn nur einmal zuvor getroffen, als Urias mich zu einem Treffen der Wächter mitgenommen hatte. Die Wächter kamen nur selten zusammen, doch etwas hatte Urias Angst eingejagt und so hatte er sie alle zusammengerufen. Er hatte mir nie gesagt, worum es gegangen war, doch die Blicke der anderen hatten mir genug verraten. Es verletzte mich mehr, wenn sie es nicht wussten. Wenn sie sich an meiner Rüstung vorbeidrängen wollten, nur um herauszufinden, warum sie überhaupt existierte. Ich feuerte unablässig und drang weiter in das Dorf vor. Die Geister waren schnell und flogen in die Gebäude, die fast so alt waren wie die Insel und in denselben Stein gehauen worden waren. Doch das Chaos folgte einer Ordnung. Die Geister kreisten über mir. Sie wollten etwas. Nicht nur Leben, nicht nur Seelen, nicht nur mich. »Annabal!« schrie ich erneut gegen den Sturm an. »Hier drüben, schnell!« ertönte eine panische Stimme. Sie gehörte einem Mädchen, und dann vereinigte sich ihr Licht in der Finsternis mit meinem. Annabals Schülerin Dawan. Sie stand über einem erschlafften Körper, zwei Gestalten im Dunkeln. Das Licht von Annabals Reliktsteingeläfe warf ein dumpfes Leuchten auf ihr Gesicht. Sie verteidigte ihren gefallenen Mentor und ihre Stirn lag vor Konzentration in Falten. Also hatte er die Gläfe weitergegeben. Sein Reliktstein war nicht verloren. »Wir müssen hier weg«, sagte das Mädchen und erschauderte. »Wir müssen die Dorfbewohner hier rausbringen. Ich kann sie immer noch hören. Das müssen sie sein.« Sie hielt inne und blickte verwirrt und voller Schmerz auf die Gestalt zu ihren Füßen. »Ich kann ihn immer noch hören.« Doch obwohl ihre Knöchel weiß hervortraten, weil sie den Schaft der Gläfe so fest umklammerte, schob ich meine Reliktkanone in das Halfter auf meinem Rücken. Ich streckte meine Hand aus und berührte ihre Schulter. »Wir stehen das durch«, beruhigte ich sie. Hinter ihr sah ich den Eingang zu den Katakomben des Dorfes. Dort wimmelte es vor Geistern. »Wir alle«, fügte ich sanft hinzu. Was auch immer der Nebel wollte, es war dort. Unzählige Überschwemmungen hatten die Katakomben ausgehöhlt. Obwohl wir das Dorf hinter uns ließen und uns auf in die Katakomben machten, machte der Sturm sich weiterhin bemerkbar und ließ das Wasser an den Wänden um uns herum hinabrinnen. Doch wenn wir in den Tiefen ertrinken sollten, dann nicht, weil der Meeresspiegel plötzlich anstieg oder Windböen peitschten, sondern weil der schwarze Nebel wie eine Welle auf uns zutoste und unser Licht in einem flüssigen Brüllen schluckte. Ich konnte die Schreie von Menschen aus meinem Dorf hören, die fortgerissen worden waren, als ich noch ein Mädchen war und das erste Mal den Tod sah. Ich konnte das Echo meiner eigenen Schreie hören und nahm den Ausdruck auf Lucians Gesicht wahr, als der Tod mich zum ersten Mal sah. Der Zorn und die Angst der Leute, die immer noch über uns starben, traf mich, und ich hörte ihre Schreie in einer Sprache, die ich nicht verstand, doch sie zeugten von einem Schmerz, mit dem ich wohl vertraut war. Geister stiegen in den Katakomben empor, ihre Visagen erstarrt zu Grimassen der Qual, die sie zufügen wollten. Doch egal wie laut die Schreie der Lebenden erklangen, sie würden ihre eigenen niemals übertönen. Und egal wie hell mein Licht brannte, es würde sie nie schlimmer verletzen als die wiederkehrende Finsternis. Und so empfing ich sie und kam dem Tod zuvor. Mein Ruf war unwiderstehlich. Ich konnte den Nebel zu mir ziehen, fort von den anderen. Der Tod stürzte herbei und drängte die Lüge, die mein Körper war, beiseite. Während der Nebel mich umklammert hielt, ließ ich die Seelen gehen, eine nach der anderen. Alle, die hierher gezogen worden waren, alle, die über uns gestorben waren. Einen Augenblick lang glaubte ich, Annabal zu sehen. Er war nur noch eine vage Gestalt, ein langsam erwachender Wille. Er hing einen Moment lang in der Luft, bevor er sich mit brennenden Augenhöhlen zu mir umwandte. »Nein«, flüsterte ich durch den Todesschleier, der mich in einen Geist verwandelt hatte.
Dir sind keine Worte erlaubt. Du wirst mich anhören. Ich zwang den Nebel in meine Waffe und feuerte all den gesammelten Schmerz und die Angst zurück zu ihrem Ursprung, an ihren rechtmäßigen Platz. Als die Dunkelheit mit der Finsternis kollidierte, erglühte das Licht in mir. Das Leben würde mich nicht gehen lassen. Mein Körper kehrte wieder, als der letzte Rest des Nebels mich verließ. Keuchend fiel ich auf die Knie. »Was habe ich verpasst?« erklang eine Stimme tiefer aus den Tunneln. »Naja, das Übliche«, entgegnete ich lässig, obwohl ich immer noch außer Atem war. »Hat der gestürzte König mal wieder Katakomben durchkämmt, um weiß der Himmel was zu finden?« fragte Lucian. »So ziemlich«, gab ich zurück. Ich blickte zu Darwan auf und sah, wie sie langsam zu verstehen begann. Ihre Glefe war immer noch auf mich gerichtet. »Auf meiner Insel gibt es ein Sprichwort. Nur wenn er unseren Atem stiehlt, kann der Wind sprechen. Im brüllenden Getöse des schwarzen Nebels höre ich die Worte der Toten. Und ich bin hier, um ihnen ihre Stimme zurückzugeben.« So, damit haben wir jetzt auch Senna's Color Story abgehakt. Und ja, vieles davon ist einfach nur, hey, Action und Zeigen der Fähigkeiten, die sie auch im Spiel hat, aber gerade am Anfang erleben wir einen sehr interessanten Punkt, nämlich, dass sie sich inzwischen als eine andere Frau begreift als die, die sie früher war. Was natürlich auch wieder eine gewisse Distanz zwischen sie und Lucian bringt. Allerdings wird auch immer wieder gezeigt, dass Lucian es trotzdem schafft, ihre Mauern irgendwie zu durchbrechen. Sie hat immer noch Gefühle für Lucian und Lucian hat immer noch Gefühle für sie, auch wenn da eine gewisse neue Distanz ist und die beiden sich erstmal wieder finden müssen. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, vor allem weil Lucian vorher einfach nur verbittert war und jetzt was ganz anderes unter seinen Zielen hat, nämlich nicht mehr Rache, sondern wieder im Grunde zu einer gesunden Beziehung zurückzufinden. Und ganz ehrlich, ich gönne es den beiden. Ich wünsche den beiden, dass das so ausgehen kann. Und zumindest nachdem Viego ja erstmal versiegelt wurde, sollte das durchaus machbar sein. Wobei natürlich auch Senna an einer Stelle sagt, ihr Körper ist streng genommen eine Lüge, das heißt, nicht wirklich echt. Sie ist also am Ende des Tages eigentlich immer noch eine Art Geist, aber auch irgendwie nicht. Es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig. Aber gut. Insgesamt finde ich Sennas Rolle in der Geschichte ganz interessant. Ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr so viel hören, weil halt die Ruination-Story ja erstmal abgeschlossen ist. Ich hätte mir gewünscht, da noch ein paar andere Charaktere ein bisschen mehr zu erleben oder vielleicht zu erleben, was in einigen Gebieten genau passiert, wo die Wächter mal gerade nicht unterwegs sind. Aber gut, dieser Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Sowas passiert halt auch. Nun, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu dem Punkt, auf den sich alle möglichen Leute freuen, denn es gibt mal wieder eine Abstimmung fürs übernächste Mal. Das heißt, nächste Folge wird das Finale von Gezeitenbrand und dann gibt's wieder die nächste Champion-Folge. Und dafür könnt ihr abstimmen in meinem Community-Tab, nämlich für einen der folgenden drei Charaktere wieder frisch ausgespuckt von meinem Zufallsgenerator. Xin Zhao, der Seneschall von Demacia. Skarna, der Kristallstachel. Und Nico, das wissbegierige Chamäleon. Ich fasse die Charaktere nochmal kurz zusammen. Xin Zhao war, wenn ich mich recht erinnere, ein noxianischer Kriegsgefangener, der aber letzten Endes auf die Seite von Demacia übergelaufen ist. Und streng genommen stammt er eigentlich aus Ionia, wer hätte es bei dem Namen gedacht. Sieht sich jetzt aber als einen ehrenhaften demacianischen Soldaten. Skarna hingegen ist ein sogenannter Brackern. Das ist eine spezielle Rasse von eben diesen Kristallskorpionen, die unter der Wüste Shurimas überdauern. Er ist als einziger von denen aktuell wach, zumindest soweit man weiß. Das Problem ist, dass sie die Quelle der Hextech-Kristalle sind, die zum Beispiel Piltover und Zorn benutzen. Von daher, dezent schwierige Lage. Es wurde ein bisschen aufgeweicht mit dem Release von Seraphin, aber das ist, wie es ursprünglich war. Und Nico ist eine gestaltwandelnde Vastaya, eine sehr urtümliche, das heißt, sie ist noch sehr nah an den Vastaya Shairei dran.
und die letzte Überlebende ihres Stammes, die jetzt in einer deutlich weiterentwickelten Welt, die sie so nicht kennt, irgendwie durchkommen muss. Und sehr eindeutig auf weibliche, naja, sagen wir mal, leicht monströse Charaktere steht, also Nami, Shyvana etc. Nico hat augenscheinlich einen Typ. Aber genug davon. Ihr könnt, wie gesagt, die Abstimmung in meinem Community-Tab finden oder einfach Link in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr mich häufiger guckt, bin ich definitiv auch auf eurer Startseite. Aber gut, genug davon. Was könnt ihr sonst noch machen? Ihr könnt gerne in den Kommentaren eure Meinung zur Folge dalassen, auch eure Meinung zu Senna, was ihr vielleicht anders gemacht hättet, was ihr vielleicht besser hättet haben wollen, wie auch immer. Ich hoffe, dieser Satz hat irgendwie Sinn ergeben. Ihr wisst, wie ich es meine, hoffe ich. Jedenfalls, wie ihr es euch vielleicht anders gewünscht hättet. Ich glaube, das wäre die bessere Formulierung gewesen, aber ich lasse das jetzt so drin. Ansonsten gibt es natürlich noch den guten alten YouTube-Engagement-Kram. Das heißt, ihr könnt die Glocke drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder überhaupt erstmal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt liken und so weiter. Also speziell Kommentare helfen, glaube ich, algorithmustechnisch sehr. Ich hoffe nur, ich kriege nicht weiter irgendwelchen komischen Krypto-Spam, den ich in letzter Zeit ständig löschen musste. Wann ist das überhaupt aufgekommen? Na, egal. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bei Gezeitenbrand Teil 3 oder eben bei der nächsten Champion-Folge mit wem auch immer oder eben bei einer der sonstigen Sachen auf meinem Kanal, zum Beispiel unsere wöchentlichen Dungeons & Dragons Runden, auch wenn die diese Woche noch ausfallen müssen, weil mein Bruder gerade, der sonst immer ein mitspielendes Mitglied unserer Gruppe ist, im Urlaub ist, der kann da schlecht mitmachen. Aber dann geht's bald wieder weiter, keine Sorge. Und ansonsten streame ich auch ab und an irgendwas, worauf ich gerade Bock habe. Aktuell Danganronpa, Ultra Despair Girls, interessantes kleines Spin-Offs, Psychopop, bisschen durchgeknallt, pinkes Blut, aber egal. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder oder wann auch immer. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Cheerio!